Alter, ich hätte nie damit gerechnet, dass das der schnellste. Ja, okay, doch, ich hätte damit gerechnet. Initiating attack. Leute, und heute habe ich mal ein ganz spezielles Video, denn heute mache ich wieder mal was mit dem süßen anderen Mr. Hendrickson. Und heute testen wir, wer der schnellste Charakter in Overwatch ist. Wir machen ein simples System. Wir werden immer zwei Leute gegeneinander kämpfen lassen. Wenn einer dieser beiden gewonnen hat, kommt er in die nächste Runde. Und sollte es so sein, dass am Ende nur noch zwei Charakter übrig sind, dann haben die halt ein Rennen gegeneinander. Und dann werden wir herausfinden, wer die vier schnellsten Charakter sind in Overwatch. Und ich werde auch jeden Charakter testen, selbst wenn er keine Movement-Ability hat. Wir werden dabei wirklich das Maximale an Movement austesten. Also es wird nicht mehr Movement geben. Nur damit ihr wisst, von wo bis wo es geht. Wir spielen von der gelben Linie hier bis zu der Wand da hinten. Das heißt, Charakter, die auf kurzer Strecke schneller sind, werden natürlich irgendwie ein bisschen dann benachteiligt. Aber Charakter, die an sich ein hohes Movement haben, haben dann vielleicht einen Vorteil. Und mal sehen, wer da am Ende gewinnt. Als allererstes fangen wir an mit Zenyatta gegen D.Va. Aber, nee, hol dir mal dein Ulti. Ja, Zenyatta. Wer war schneller? Keine Ahnung. Ja, wie wir gesehen haben, Doomfist ist auf jeden Fall schneller als Kiriko. Ja, Moira, Junker Queen, kein Problem für Junker Queen. Ja, Illari gegen Orisa ist nicht so speziell. Illari hat nicht wirklich was, um schneller zu sein. Es würde halt knapp werden. Ungefähr gleichzeitig. Aber Illari kann tatsächlich gewinnen, wenn sie ihren Sprung vorher richtig anbringt. Als nächstes haben wir Brigitte gegen Ramattra, aber ich glaube, das ist ein eindeutiges Duell, weil Ramattra einfach schneller sein wird. Aber, let's go. Oh, Digga, das habe ich ja komplett vergessen. Das habe ich ja komplett vergessen, dass du einen Dash hast. Oh, nee. Ja, okay, Brigitte hat gewonnen. Okay, also ist es Reinhardt gegen Lifeweaver. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt so hart. Als nächstes haben wir Baptiste gegen Roadhog. Das Problem ist, das wird einfach ein Duell der nicht habenden Fähigkeiten. Ja, gleichzeitig. Das ist gleichzeitig. Scheiß auf, beide sind raus. Als nächstes haben wir Anna gegen Sigma. Ja, Sigma ist tatsächlich schneller. Oh, jetzt Affe gegen Affe, oder? Und dann haben wir jetzt Mercy gegen Affen. Das wird, glaube ich, auch wieder nicht besonders spannend. Ja. Jetzt haben wir Wudo gegen Ball und glaubt mir, das ist ein Duell, das wird auch nicht besonders. Also. Ja. Ja, wow. Fire gegen Lucio, ich glaube, das ist relativ eindeutig, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Drei. Achso, nee, nicht ganz. Ja, da habe ich wirklich gar keine Chance. Als nächstes Pharah gegen. Ja, halt. Ash. Ich glaube, das ist auch unspektakulär sein, denn mein lieber Kollege verkackt hier. Aber, ja, wir fangen an. Ja, keine Chance. Und du hast nicht mal dein Concussion benutzt, ne? Jetzt haben wir dann Bastion und der versucht's gegen Tracer. Ja. Bisschen Vorsprung. Bisschen Vorsprung. Bisschen. Das ist May gegen McCree. Das wird auch nicht besonders sein, denn mein Kollege ist ein ganz witziger. Aber das sollte es gewesen sein. Ja. Echo natürlich ohne Copy, weil das wäre gegen das Sinn dieses Videos. Aber wir versuchen es auf jeden Fall gegen Junkrat. Mal sehen, was wird. Eigentlich hätte ich gewonnen, aber ich bin gegen die Kante. Hämmert,
Egal, ich jung mit raus. Ach egal, scheiß Jungle. Auf Jungle jetzt. Egal, dann als nächstes die beiden Brüder gegeneinander und ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen eindeutig. Aber egal. Luna Cell, der Teleporter Reaper gegen Symmetra. Ich schon nicht. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Ja, Bro, was versuche ich hier? Hitzwirke hoch. Das ist Doomfist gegen Zenyatta. Mal sehen, was wird. Bitte. Nein! Also es ist Illari gegen Junker Queen. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache der Unmöglichkeit für sie. Aber egal. Ja. Als nächstes haben wir Reinhardt gegen Brigitte. Das wird nicht besonders spannend. Ja. Gar keine Chance. Ja, Digga, was soll ich tun? Ja, da gibt's auch gar nichts für Pharah. Als nächstes haben wir dann Genji gegen Ball. Und das ist einer der wirklich interessanteren Matches. Mal sehen, was wird. Oh, Digga. Ich weiß es nicht. Alter, ich weiß es wirklich nicht. Okay. So, es gab einen kleinen Wechsel. Kollege Schnürschuh ist jetzt am Start. Sumpf, Leute. Und wir machen einfach direkt weiter mit dem nächsten Battle und das ist Soldier gegen Reaper. Okay, das nächste ist Echo gegen McCree und das ist auch nicht sehr besonders, deswegen, let's go. Ja, Digga, was soll ich tun? Als nächstes haben wir Tracer gegen Sombra und das ist wieder ein extrem spannendes Duell. Mal sehen, wer gewinnt. Oha. Okay. Was wollen wir? Drei. Achso, nee. Ja, definitiv du, Alter. Reinhardt halt einfach. Egal ob mit Lucio Boost oder ohne Lucio Boost. Das schaffst du mit Lucio nur mit 1000 Momentum und das hat er halt nicht auf die Strecke. Ich sehe schon die Kommentare. Voila, ihr seid Team. Du bist sowieso geboostet. Ja. Das denke ich, das haben wir natürlich schon immer erwähnt. Ich würde es abrechnen bei Lucio, aber. Es ist aber Reaper gegen Ball und ich glaube, das wird sehr schwer für Reaper, aber auch für Ball, weil in der Theorie können wirklich beide gewinnen. Mal sehen, wer es dann am Ende tut. Das Teleportieren dauert zu lange. Ah! Ja! Nee. Nein! Tracer tatsächlich um wirklich Millisekunden langsamer als Reiner. Das fällt schon niemanden auf, Digga, dass ich manche Fähigkeiten schon vorher mache. Okay. Ja, selbst ohne. Das kannst du mir nicht sagen. Selbst ohne hättest du mich da weggenommen. Oh, da bin ich auch. Ich bin ein hässlicher Hamster. Ja, das hast du definitiv gewonnen, da kann man. Ich glaube, das geht sogar fast an Winston jetzt. Ich bück mich in Huste. Boah, was hast du denn da ausgehustet, Alter? Lecker. Oh nee, egal. Ach, du Scheiße. Dann geht das letzte Battle los. Mal sehen, wer das jetzt gewinnt. Winston, Tatsache, hallo. Wer hätte es gedacht?